Ja, Freunde, ich merke, ihr habt mega Bock auf die ganzen Reactions und ich merke das mit den Bewertungen, mit den Kommentaren, mit dem Abonnements und der Mitgliedschaft an die ganzen Mitglieder, die auf diesem Kanal gerade so aktiv sind. Ich küsse eure Herzen für eure Unterstützung, ja, und für die finanzielle Unterstützung. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Heute reagieren wir auf eine kurze Szene von einem Endpunkt, mehr kann ich nicht sagen, und Enno. Ein bekannter Rapper, ich glaube, über ihn brauche ich gar nicht reden. Da gab es eine Konversation und ich glaube, ich werde kurz mal auch ausrasten in dem Video, in dieser Reaction. Aber was soll ich machen, Freunde? Wir sind real und werden auf das Video gemeinsam jetzt reagieren. Also ab mit dem Intro. Here we go! Viele schreiben mir immer wieder, wie kommst du auf diese Videos, dass du darauf reagierst etc. Viele Abonnenten schreiben mir immer wieder auf Instagram, da gibt es ein Video, worauf du reagieren kannst und. Also an alle da draußen, folgt mir auf Instagram und schickt mir Videos zu, auf denen ich reagieren kann. Und das werde ich auch dann demnächst tun, Freunde. Steigen wir rein und gucken uns mal dieses Video an. Also das Video, was ich sehe, ist von Rapchuck hochgeladen worden. Finde es ehrlich gesagt sehr, sehr witzig, dass Trigger-Warnung draufsteht. Es kann nur krank sein, Freunde. Gucken wir rein. Entschuldigung. Ich bin nach Hause. Entschuldigung. Alter. Was haben die geht gemacht? Geht heim. Wir haben doch gar nichts, ich hab nichts verloren. Für den einen oder anderen Sherlock Holmes. Er meint nicht mit geh heim, dass er nach Hause gehen soll, zu Hause Deutschland, sondern er meint damit an die ganzen Südländer, Afrikaner, Ausländer, weg von Deutschland. Raus, geht in euer Heimatland zurück. Also ich glaube, ihr versteht schon langsam, was dieser Typ für eine Hintergedanken hat. Wir haben doch nichts gemacht. Mit deinem Burberry irgendwas. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch nichts gesagt. Wir hören im Hintergrund die ganze Zeit, dass der Typ, der gerade auch wahrscheinlich filmt, sagt, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts getan. Wieso beleidigst du mich? Wieso diese ganzen rassistischen Aussagen? Und der Mann macht weiter und ihm interessiert das Ganze nicht. Und ich glaube, er trinkt gerade seinen Sekt ganz genüsslich. Ihr habt ja nichts verloren. Schickt die Menschen heim, die haben nichts verloren. Wir haben doch gar nichts gemacht. Diese Menschen haben hier nichts verloren. Schickt die heim. Ich finde sowas sehr, sehr traurig, wenn erwachsene Männer, dieser Mann, der ist erwachsen, ja, der weiß ganz genau, was er sagt und was er nicht sagt, fest davon überzeugt ist, dass das, was er macht, gerade korrekt ist. Und jetzt nochmals, man kann nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt definitiv Südländer, die sich nicht an das Gesetz halten, Probleme machen in Deutschland, definitiv. Und dann kann ich es auch einerseits verstehen, wenn man sowas sagt. Aber, dann kommt auch das große Aber, es gibt viele Deutsche, die sich nicht an das Gesetz halten und viel Blödsinn machen. Soll ich jetzt sagen, sie sollen sich jetzt raus verpissen oder so? Ist ja auch nicht richtig. Andererseits gibt es auch sehr viele Ausländer, die sich an das Gesetz halten, sehr viel richtig machen. Man kann sowas nicht machen und sagen. Wir haben doch gar nichts gesagt. Nach Hause. Wir haben doch nichts gesagt. Habt ihr nichts verloren, geht heim, dreckiger Mann. Ich finde das gut, dass Rapchuck die Beleidigungen immer wieder stumm schaltet. Ich finde, dieser Mann im Video ist 0,0 reif. Dieser Mann hat 0 Reife. 0! Was er macht, macht mich gerade sehr aggressiv. Wirklich sehr, sehr aggressiv. Denn diese Menschen haben 0 Reife, 0 Wissen, gar nichts. Es gibt sehr viele Ausländer, die in Deutschland leben. Oder Österreich etc., die eine sehr heftige Vergangenheit hatten, die ihre Familie verloren haben und so weiter und so fort. Du weißt das nicht. Du trinkst einen Sekt mit deiner Dolce Gabbana T-Shirt, keine Ahnung was, du Multimillionär, und behauptest, sie sollen rausgehen etc. Andererseits, und das vermute ich in dem Video, der gerade auch sagt, er hat nichts getan, ich glaube, der ist sogar in Deutschland geboren. Der ist halt ein Ausländer, weil halt seine Eltern vielleicht vom Ausland her kommen, aber er selber ist in Deutschland geboren. Trotz allem, ja, du bist ein Ausländer, geh raus. Digga, er ist wahrscheinlich mehr Deutsch als du. Du wichst hier eigentlich ein Nazi. Du dreckiger Rassist. Und jetzt, als ich dieses Video so gesehen habe, höre ich so im Hintergrund irgendwie so eine bekannte Stimme. Die Stimme kenne ich von irgendwo. Und jetzt schwingt auch die Kamera zu der Person, die den Ehrenmann, diesen Dolce Gabbana Rassisten beleidigt. Dreckiger Rassist. Du Scheiße. Dreckiger Nazi. Ja, bin ich. Dreckiger Nazi. Ja, du bist ein dreckiger Nazi. Ehrenmann, Enno. Ehrenmann, Digga. Du bist ein Ehrenmann. Habt ihr mitbekommen, als Enno auf ihn losgegangen ist und ihn die ganze Zeit beleidigt hat, ist der Mann kurz leise geworden, hat nicht mehr so wie vorher die ganze Zeit herumgeredet und hat sogar selber zugegeben, ja, bin ich. Ja, ich bin ein Rassist. Ja, bin ich. Ja. Wie kann man dabei stolz sein, Digga? Wie kannst du dabei stolz sein? Wie peinlich ist sowas? Wie peinlich ist sowas? Ich finde gut, dass Enno das getan hat. Jeder andere würde an der Stelle von Enno sich denken, ich gehe diesen Menschen aus dem Weg, es geht ja um mein Image etc. Aber ich finde das gut, dass er das getan hat. Dass die Menschen realisieren,
Du bist ein Rassist, mehr nicht und weniger nicht. Du bist ein Stück, keine Ahnung. Das stimmt auch. Und dann endet auch das Video, wo ich mir denke, es endet genau in der besten Stelle. Er sagt, steh auf. Ja, was passiert jetzt? Steht der Mann auf? Was passiert? Werden die handgreiflich? Droht die Situation zu eskalieren? Man weiß nichts mehr. Ich habe geschaut überall, man findet nirgendwo mein Video, das Video hat geendet etc. Ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass es ein Promo-Movie ist. Und es interessiert mich auch nicht, ob das ein Promo ist oder nicht. Es geht mir darum, dass es sehr viele Menschen auf dieser Welt gibt, die diese Hintergedanken haben. Und ich möchte eines sagen, es gibt immer von jedem Land Gute und Schlechte. Auch von Deutschen, auch wenn du es nicht realisieren willst. Gibt es gute Menschen und auch schlechte Menschen. Es gibt Deutsche, die sich am Boden kleben und den Verkehr aufhalten etc. Und dabei denken, sie wären die größten Deutschen, die für den Klimawandel etwas Gutes tun. Und im Endeffekt kosten sie uns Steuergeld, machen nur Probleme. Und ja, was soll ich sagen, Digga? Ich möchte nicht stark ins Detail reingehen. Ich finde das extrem heftig. Freunde, bitte, lasst das Video durch YouTube gehen. Bewertet das Video, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich weiter auf Reactions reagiere. Ja, Freunde, abonniert den Kanal. Wäre mega heftig, wenn wir die 25.000 mal knacken. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Stay tuned und bitte, jeder Mensch ist gleich. Vergesst es nicht. Mensch ist Mensch. Das ist die Message.